So, Folge 28. 28? Ja, ich glaube 28 sind wir jetzt. Halt. Hier ist unser schönes Jerusalem wieder aufgepoppt. Ist mir jetzt aber gerade mal egal. Wir werden uns, denke ich, in dieser Folge auf Norwegen konzentrieren. Die sind im Moment nicht sehr stark, haben auch keine starken Verbündeten und sind hier in Kriege verwickelt, was uns natürlich die Möglichkeit gibt, da einzugreifen. Und die Besitztümer im Süden uns einzuverleiben, das fände ich ganz gut. Denke ich auch. An der Stelle wieder das Dankeschön fürs Zuschauen, für die Likes und für eure Abos. Gerne weiter so. Bringt dem Kanal natürlich auch was, wenn ich mehr Zuschauer habe bei den Videos. Und macht es bekannter, das Ganze. Wenn es euch gefällt, gefällt es vielleicht anderen auch. Also vielen Dank. Gut, dann machen wir weiter. Wir werden, glaube ich, Norwegen nicht direkt. Ich warte kurz hier, bis unsere Truppen sich etwas erholt haben. Ich könnte Badajoz übernehmen. Das kostet mir 500. Würde ich auch gerne tun. Wir können Titel schaffen. Herzogtum Beja. Das gehört mir, ne? Schauen uns doch mal die Besitztümer an, die wir jetzt hier geerbt haben. Was heißt geerbt? Die wir haben hier. Im Süden. Evora, Lissabon, Santia. Nur das gehört uns nicht. Okay, da gibt es einen Grafen. Alles klar. Der Weiler in Burgos ist fertig. Können den Fest mal veranstalten. Nochmal. Wie sieht es denn mit unseren Vasallen aus? Ja, doch, würde schon was bringen, ne? Ist einiges dabei, was nicht so prickelnd ist. In der Grafschaft von Astyria des Antilla gibt es weite Strecken unbesiedelten Landes, was oft auf ungeeignetes Gelände geschoben wird. Mein Ratsverwalter schlägt ein Bewässerungsvorhaben vor. Bewässerungsgräben. Ich mache ein Aquädukt. Sollt ihr mal haben. Ich mache auch die das Festmählchen noch. Sehr schön. Bekanntschaft gestorben. Ah ja, klar. Nochmal 90. Reicht wahrscheinlich wie doch. Hat funktioniert. Wenigstens was. Willkommen, meine Freunde. Und was ist hier? Da verlieren wir wieder Land. Wieso sollten wir da Land verlieren? Wer ist denn hier Haupterbe? Bulgarien. Alles klar. Fest mal geschmackvoll beleidigt. Was? Ach Gott. Ich rette ihn vorm Essen. Der hasst uns eh. Dann machen wir das doch. Okay, Beziehung offenbart. Okay. Neuer Erbe. Really? Bis zum nächsten Mal. Ruhm ist bekannt. Sehr schön. Wir sind Erster hier. So, was ist jetzt hier mit Asturien? Die Stimmen alle. Aber gut, wir können ihm jetzt die Stimmen abbringen. Das machen wir auch. Sie stimmt für ihn jetzt. Okay. Das neue Aquädukt ist fertig. Verwaltungsvorzug. Wunderbar. Okay. So, und jetzt schauen wir mal. Hat sich Norwegen inzwischen mit irgendwem verbündet? Nee, nur dieser eine Jarl. Und der ist schwach. Sie haben 6000 Truppen.
Wir haben ja aber unsere Verbündeten. Ich denke, das ziehen wir durch. Die Kontrolle ist immer noch schlecht. Erstmal Lissabon, das gehört mir. Hier oben ist auch wieder Kontrollverlust. Egal, 10 Monate ist endlich Medellin hier unten fertig, das uns ja nicht mehr gehört. Aber gut. Helfen wir unserem Bruder. Ist auch nice. Ja, und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit mal auf Norwegen. Krieg erklären. Königreich kostet 600. Herzogtum kostet 160. Wir haben nichts. Ganz geil. Pilgerreise. 1013 erst wieder. Ja, denn es wird doch kein Krieg möglich gerade. Dann bleibt das mal so. Die haben jetzt hier gerade Valencia weggemacht. Tanas gehört uns auch nicht mehr. Nö. Merkwürdiges Geschenk, alles klar. Der Herzog ist nicht beeinflusst, aber gut. Das wird vorangehen. Was haben wir denn noch für Druckmittel? Ist pervers. Ist ein Höfling von uns. Ich erpresse es mal. Wer weiß schon, was es uns bringt. Was ist mit unserem Sohnemann? Der wird jetzt bei 6. Da müssen wir hier auch auswählen. Das ist ein Herkules. Das ist doch schon mal gut. Fall besser als sein Brüderchen. Aber er ist ja hier mit unserem Genie verheiratet. Würde sie eventuell annehmen, hier, wenn wir sie zu unserem Glauben holen wollen. Ich hoffe dann, wenn sie am Hof ist, können wir das tun. Ja, die Frömmigkeit, das dauert halt noch, ne? Da können wir nichts machen. Okay, ja, dann investieren wir einfach wieder in unsere Ländereien. Das hilft ja nichts. Weitere Fraktion aufgelöst. Hier gibt es aber. Oh, was ist das? Die Populisten, das sind 4 Stück dabei. Er hier ist halt stark und er hasst mich. Aber er ist mein Ratsmarschall. Also warum? Bekehrung verlangen. Ich versuch's mal. Kann ich jetzt auch nach hinten losgehen? Ah ja. Okay, er hat gewechselt. Und damit ist die Fraktion weg. Sehr schön. Was gibt's hier? Das sind einfach nur wieder Bauern. Das ist egal. Er kämpft hier. Ist auch ein Bauernaufstand wieder. Franzien ist besetzt von ihm hier. Okay. Ein sinnlicher Vorschlag. Bitte lass mal Ruhe, ich werde kein Ehebrecher. Alles gut. Fraktion wieder aufgelöst. Neue Kirchen aufgebaut. Wunderbar. Eure Mutter ist verstorben. Schade. Hat uns Anspannung gebracht. Was kann ich machen? Abtrainieren. Könnten eine Jagd veranstalten. Das machen wir mal. Ich guck mal unseren Hof durch, ob wir da irgendwas ändern können. Strafzahlung. Volksmeinung runter. Wo ist das? Bei mir zu Hause. Bei der Josch. 50-50 eigentlich hier. Kampfgeschick. Ich mache das Kampfgeschick. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Okay, was können wir noch hier? Irgendwie können wir es ausgraben? Ich könnte mal gucken, bei denen, die jetzt nicht so prickelnd drauf sind.
In Coimbra mal ein bisschen buddeln. Okay, den haben wir beeinflusst. Das ist sehr schön. Was ist hier? Die sind eigentlich platt. Da kann man keinen Krieg erklären. Da hat man nur einen Anspruch hier, ja. Unterlegen sind sie auf jeden Fall. Da ist Barcelona jetzt wieder entstanden. Okay. Kann man hier Krieg erklären? Nein. Meine Schwester ist dann auch verstorben und hat es vererbt an jemand anders, ne? Kann man die Kohle endlich mal von unserem Oberhaupt wieder bekommen oder hasst er uns? Minus 13. Schade. Herzogtum Badajoz. Können hier ein neues Herzogtum gründen. Das können wir auch selbst halten, oder? Ja, wir haben nur ein Herzogtum. Dann werde ich das tun. Becher. Ist gegründet, gehört mir. Ja. Sehr schön. Verwaltungsvorzug verfügbar. Volksmeinung plus 50. Das trifft's gut. Ein Vormund. Okay, er ist soweit. So, was ist er denn? Bildung. Was kann er noch? Verwaltung. Nö, ich würde ihn mal auf Bildung lassen, unseren Kleinen hier. Bekommt da einen netten Vormund, der gut ist in der Bildung. Das wäre wieder meine Nichte oder meine Gattin. Nö, ich lasse ihn auch von meiner Nichte ausbilden hier. Dann lassen wir weiterlaufen wieder. Wir brauchen Glauben. Das wird sonst nichts. Der Norweger hier. Oh, jetzt ist er aber wieder stark geworden. 12.000 Truppen. Er kämpft auch gegen alle möglichen hier. Frankreich. Und was will er da? Das Stückchen hier unten. Okay. Norwegen wird Endgegner. Schon mal entschieden hier. Verbrecher einkerkern. Klick mal weg. Warum verlieren wir das Land, wenn er stirbt? I can't understand. Was hat er denn? Bistum. Das Bistum. Alles klar. Und da ist noch ein Häuptlingstum jetzt. Okay. Schön Meinung. Ihn haben wir auch bald. Wie sieht es mit den Wahlen aus? Okay, er unterstützt mich immer noch. Er unterstützt mich nicht, warum auch immer. Könnte Bekehrung verlangen, nimmt an. Wieder ein Söhnchen. Alles klar. Er ist katholisch, haben wir ja auch schon gemacht. Er ist nicht katholisch. Bekehrung verlangen. Okay, der nimmt nicht an. Der ist katholisch. Sehr schön. Sie ist katholisch. Er ist katholisch. Er ist katholisch. Er ist katholisch. Er ist nicht katholisch. Er auch nicht. Bekehrung verlangen. Wird ablehnen, schätze ich. Ist egal.
Das Brüderchen ist katholisch, das passt. Wie sieht's aus? Ja, die arbeiten ganz gut mit, ne? Kann man nichts sagen. Affäre. Nein. Ich mache da auch nichts. Am Ende sind die Abstammungen weg oder sonstiges. Waldensisch sollten wir ändern hier oben. 6 Jahre. Gut. Unsere eigenen Besitztümer. Wir haben 160 wieder. Schauen wir doch mal, was wir in Lissabon hier bauen können. Da ist noch gar nichts. Eine Frage der tolle Loyalität. Ich bin der Vater, alles gut. Und wenn ich es nicht bin, bin ich es halt nicht. Wir bauen hier Wälle und Türme in Lissabon erstmal. Er will einen Ratsposten. Das ist ein 15er. Rückgratlos. Nice. Nö. Behalten wir so bei erstmal. Herzog Gutierrez kann man einkerkern. Wer ist denn der Herzog Gutierrez? Herzog Gutierrez, Rodrigo, Favila, Mauricato, Galicien oder was? Martin. Hier, ihn können wir einkerkern. Warum? Verliert Meinung. Warum können wir ihn eigentlich einkerkern? Aber ich tue es mal, weil dann kann ich die Bekehrung verlangen. Sehr schön. So, mein Lieber. Du kannst gehen. Bekehrung und Druckmittel. Na, macht er nicht. Verbannen. Geht auch nicht. Dann nur Bekehrung. Sehr schön. Was bist du? Bekehrung verlangen. Und tschüss. Du bist der Bauernaufständische, ne? Du bist eigentlich kein schlechter Ritter. Sind wir dabei? Alles klar, ciao. Und wieder ein Sohn. Crazy. 4 Söhne, Männer. Natürlich, ich bin eine eifrige Frohnatur. Always party. So, die Nachfolge, wie sieht's aus? Der bekommt Becher. Druckmittel, sehr gut. Was ist mit ihm jetzt? Zu viel gesoffen. Kriege ich Anspannung. Aber er gewinnt 30 Meinung. Das machen wir. Okay, wir sind bei 160 Gold wieder. Dann sollten wir wieder bauen auf jeden Fall. Was macht er denn? Die kämpfen jetzt hier untereinander schon wieder. Soria. Kann man da die Steinbrüche vielleicht verbessern? Ja. Machen wir. Ratsmarschall beeindruckt Vasallen. Ich kann Ritter einladen. Tun wir auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. Wir können am Hof auch einfach mal ein bisschen verheiraten da unten. Mit wem auch immer. Einfach Höflinge verheiraten. Sie ist verheiratet, ist unser Sohn. Ein Ritter von mir, der ist nicht verheiratet. Katalanisch. Ist egal.
Höfling. Ein Riese. Ihr sollt alle ein paar Kinder zeugen gerne. Ist auch ein Ritter von uns, ist auch nicht verheiratet. Der kriegt die Hübsche. Noch ein Ritter. Affäre. Okay, den kann ich nicht verheiraten, weil. Keine Ahnung. Was? Ein gemeiner Soßenkoch hat meinen Haushalt bestimmt, okay. Ich bin immer nett. Dann die mal alle schön verheiraten. Sie verheiratet? No, sie ist aber Bluterin. Achso, ich habe ja alles hier noch auf Ding, ne? Hingabestufe erhalten. Oh, das ist sehr gut. Jetzt haben wir wieder. Der hat Ansprüche. Kastilien. Jo. Können nicht heiraten. Jetzt hat er geheiratet, wahrscheinlich gerade, ne? Ja. Ibiza. Heiraten wir doch ihn rein. Beeinflusst. Ritter ist eingetroffen. An den Hof rekrutieren. Ausgezeichnet. Cousin freigelassen. Die haben schon wieder Krieg miteinander. So, hier Geld drüber wachsen lassen. Vielen Dank. Oh Gott, jetzt Barcelona gehört jetzt Norwegen. Ah, oh, so was ist hier jetzt schon wieder? Herzog Fleinmann hatte Unterstützung beim Komplott gegen mich erbeten. Okay. Wegsehen der Lehnse. Naja, da öffne ich aber alles für Mordkomplotte. Ich stelle ihn mal zur Rede. Ist mir wurscht. Ah. Schwaches Druckmittel. Machen wir das. So, was haben wir hier? Ach, wir können ja noch Gesetze auch machen, ne? Brauchen wir eigentlich nicht. Was ist die Feudalwahl? Nur Männer. Das ist eh schon bei uns in der Kultur veranlagt und im Glauben. Ist eigentlich nicht notwendig. Königliches Vorrecht ist bald fertig. Sehr schön. Ein Ritter wieder eingetroffen. Den nehmen wir auch. So. Unsere Vasallen erobern hier auf jeden Fall gerade nicht mehr großartig. Ansprüche, Ansprüche. Okay, wir haben zwei Ansprüche. Norwegen hat 9000 Mann. Ist aber im Krieg. Es werden. Ich bin nicht tugendhaft. Ah, okay. Das brauchen wir dann erstmal wieder. Ansonsten können wir Herzogtum jetzt hier erstmal machen. Valencia. Cordoba. Murcia. Sevilla. Nee. Ich warte, bis ich den Glauben habe. Und führe dann wirklich einen Königreich Krieg. Dann können wir hier das ganze Eck gleich rausnehmen, Sevilla. Wobei eigentlich können wir es auch aufspalten. Ja, ist eigentlich günstiger, wenn wir es einzeln machen. Er ruft uns mal wieder in den Krieg. Ja, ich muss annehmen. Ich kann nicht nein sagen, weil ich Prestige. Ich führe einfach selbst einen Krieg, sodass das nicht interessant wird für ihn. Und zwar gegen ihn.
Das ziehen wir jetzt durch. Herzogtum. 10.000 Truppen. Ich kann meinen Sohn ja noch schlau verheiraten jetzt erstmal. Und da gehen wir jetzt wirklich mal auf die Bündnismacht. Byzanz wäre halt schon genial, ne? Purpur geboren. Wir machen das. Dann sollte der Krieg kein Problem sein. Ich weiß natürlich nicht, wo Byzanz gerade kämpft. Nichts. Die sind nur verbündet mit uns. Sie haben keinen Krieg. Wunderbar, dann machen wir das. Krieg erklären. Herzogtum. Sevilla erst oder Valencia? Ich würde fast sagen Valencia zuerst. Yes. Alle Armeen ausheben. Und das kostet jetzt, aber das brauchen wir. Byzanz in den Krieg rufen. Okay. Kann auch ihn noch rufen. Machen wir auch. Hausmitglieder. Die rufen wir alle rein. Dynastiemitglieder können wir auch noch rufen. Prachtstufe. Wunder. Ne, dann lassen wir das so. Das müsste reichen. Der Basilius ist auch beigetreten. Kroatische Krieg und das ist unserer, ne? Wir haben 18.000 gegen 12.000 Truppen. Okay. Rein hier nach Torel. Ich sehe noch keine Armee des Feindes. Lissabon hat die Bollwerke fertiggestellt. Erzminen in Soria. Kann ihn einkerkern. Ich versuch's mal. Krieg gegen die Tyrannei von König Ponce. Hä? Was ist jetzt noch aufgepoppt hier? Leere Ratsposten. Irgendwer hat jetzt hier einen Aufstand geprobt. Noch ich könnte kotzen. Ihn können wir neu zuweisen. Haben wir hier jemanden, der besser ist in der Verwaltung? Oh ja, er ist gut, ja. Dann wird er der neue Ränkelspieler. Ach so, ja. Jetzt weiß ich auch warum. Weil ich ihn einkerkern wollte. Mei, das war unschlau. Okay, dann machst du das. Ich rufe da Byzanz mit rein. Wenn wir schon dabei sind, das sind die Truppen, ne? Von Leon. Das hat uns natürlich auch einiges noch gekostet. Allerdings haben wir genug Geld, um uns hier noch Truppen zu besorgen. Die sind stark. Kosten aber und wir werden verschuldet. Schwierig. Gerade echt schwierig. Ich lasse es mal. Ich hoffe, dass unsere Verbündeten schnell genug kommen. Und jetzt ausgezeichnet. Gucken wir uns den Krieg mal an. Der hat 3000 Truppen. Ich belagere es und das ist aber. Nein, wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Wir müssen diesen Krieg beenden. Definitiv. Er hier macht das weiter, das passt. Hier können wir nochmal die Kultur ändern. Lissabon, bitte.
Festmahl geht wieder. Brauchen wir aber nicht. Ich möchte Verbündete in den Krieg noch rufen. Den haben wir schon. Ihn rufen wir hier auch noch mit rein. Dann möchte ich Dynastiemitglieder. Einmal hier. Hausmitglieder auch. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Byzanz ist auch schon da. Wunderbar. Ausgezeichnet. Byzanz kommt mit richtig vielen Truppen. Sehr schön. Schalten wir Leon aus. Und dann wird er verbannt. Und Titel aberkannt, das sage ich gleich. Diese Aufstände, das geht gar nicht. Gehst unten rein, das ist eh verloren. Die kämpfen auch noch gegeneinander hier, oder? Ja. Dann hilft uns der indirekt, das ist schon mal sehr gut. Was liegt hier rum? Nichts. Ich sehe Norwegen überhaupt noch nicht, ne? Martha ist erwachsen. So, Moment. Neuer Erbe schon wieder. So, Ritter. Martha. Du kämpfst auf jeden Fall immer. Inhäumer noch. Martha, bitte nicht kämpfen. Ihn können wir noch holen. Und weiter geht's. Okay. Die sind besiegt. Neuer Erbe. Er ist wieder Erbe. Sehr schön. Die Verlobung ist erfüllt. Das Bündnis. Lösegeld. Die können wir dann freilassen. Der ist besiegt. Direkt in die Hauptstadt. Was ist hier los? Ich sehe immer noch keinen Norweger. Das ist gut. Das Festmahl lasse ich jetzt aber gerade mal. Katholischer Kriegsorden gegründet. Das ist sehr gut. Ich möchte gerne noch den Krieg hier beenden und um den kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Das wird eh ein längeres Ding. Hier kommt auf jeden Fall ein Jarl, ne? Oder? Ja, Oberhäuptling. So, kommt. Oh, haben wir mehr Truppen? Schade. Lässt sich mal einkerkern lassen. Eine Tochter, sehr schön. Der ist besiegt. Ja. So, jetzt lassen wir mal an der Stelle kurz schneller laufen, bis diese Belagerung hier durch ist. Feinde treten aus. Toledo. Ein Geschenk? Nein, wird kein Geschenk. Da rennt er jetzt rum mit seiner Armee. Das ist mir mal egal gerade. Ich will seine Hauptstadt erobern. Fertig. Und dann müssen wir uns echt hier um Norwegen kümmern. Geht verliebt. Warum? Ja, weil ich nichts besetzt habe. Ja, okay, klar. Ich muss besetzen. Danke. Werden wir auch gleich tun. Haben noch gerade keine Zeit dafür. Ich meine, ich könnte die Söldner noch holen. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die sind weg. Okay, der Krieg ist schon annulliert. Trost eines Freundes. Und jetzt bitte ab nach Teruel. So. Was ist jetzt hier mit unserem lieben Herzog? Ist eine neue. Habe ich ihn jetzt verhaftet oder getötet? Was ist passiert?
Ich habe wieder keinen Hofarzt, weil wir haben doch gute hierbei eigentlich. Schauen wir mal. Wo ist denn hier? Also sie ist ja auch ein Genie. Aber sie ist ja die meine Schwiegertochter. So. Wo haben wir denn diese Hexe? Die könnte man nehmen. Würdest du Hofärztin machen? Ja. Dann nehmen wir sie doch. Okay. Cousin erschlagen. Druckmittel. Ich möchte lieber das Druckmittel. Mal Lösegeld nochmal. Wir können die Bande ändern. Einkerkern. Lösegeld akzeptiert. Okay. Jetzt geht's auf jeden Fall auf nach Süden. Ne, der hat nichts entdeckt. Macht nichts. Was ist denn mit Norwegen? Da kommt echt keiner hierher. Nö. Ne. Interessiert ihn wahrscheinlich einfach nicht hier unten die Länder rein. Herzogtum Mallorca. Okay. Da ist ein Herzog auf jeden Fall da. Neuer. So. Gut. Wir machen an der Stelle mal den Cut. Die Zeit ist eh rum. Ja. Kümmern uns jetzt um Norwegen. Sollten wir schnell haben eigentlich Valencia. Ja, und dann beobachten wir mal weiter, wie sich die Situation entwickelt. Wir werden dann auf jeden Fall nach dem Ende des Friedens sofort wieder Krieg führen und versuchen uns da unten den Süden komplett einzuverleiben. Und ansonsten müssen wir hier im Auge behalten, dass mit Jerusalem weitergeht. Die sieht aber schon wieder schwächer aus, als es ist. Hier ist er, der König. Achso, meine Armeen sind ausgehoben. Kann ich gerade nicht gucken. Okay, ich danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank.